Ja, und damit willkommen zu einem weiteren Video hier in der Grid Legends Preview. Und ja, einer der Eventtypen, die ich bei Grid 2019 als Neuauflage, muss ich sagen, sehr vermisst habe, war das sogenannte Driften. Das sogenannte Driften, das müssen sich Leute, also Leute, das ist so ein ganz wilder Begriff, den hat man noch nie gehört. Das sogenannte Driften. Driften, also ich habe Drift als Kategorie auf jeden Fall vermisst, weil ich habe es damals in Race Driver Grid unfassbar gerne gespielt, weil es richtig viel Laune gemacht hat. Und ja, das haben die Entwickler wohl anscheinend gehört. Und bei Grid Legends ist Drift als Kategorie auch wieder reingekommen. Und das wollen wir heute fahren mit dem wunderbaren Xeric 7 FD35 Drift Tuned. Nices KZ, klingt vor allem gleich nice, freu dich drauf. Ist wunderbares Wankelgeschrei, at its best, wunderbar. Und ja, wir fahren auf Strada Alpina, einer neuen Strecken, die ist neu reingekommen, ist auf Strada Alpina, so rum. Und was ich sehr cool finde bei den Drift-Events, die haben so ihren ganz eigenen Charme. Ihr seht gerade so beleuchtungsmäßig und. Ist es halt so ein bisschen, ja, wie so ein cooles Tuner-Event. Schön mit LEDs, schön im Dunkeln und sowas. Das hat auf jeden Fall einen ganz eigenen Vibe und finde ich sehr, sehr geil. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Hier mit unserem wunderbaren Eric 7. Klangtechnisch ist schon mal ordentlich, ne? Klangtechnisch kann man sich nicht beschweren. Schießt auf jeden Fall auf Flammen, ist schön warm. Im Innenraum geht der Klang auf jeden Fall auch fit. Wenn wir mal ein bisschen reinkommen hier, so. Und dann wollen wir mal das Ding ums Eck befördern. Ich muss sagen, das Driften fühlt sich ein bisschen, ich würde sagen, schwerfälliger an als bei Race to Grid damals. Also man muss hier, ich sag mal, ein bisschen mehr dafür arbeiten, dass der Wagen in den Drift kommt und den hält. So, vor allem was Drehzahl angeht und ja, das Einleiten vom Drift ist nicht einfach meist ein einfaches Reingewerfe, sondern da ich der Freund der Handbremse und die solltest du auch etwas benutzen. Ich habe Probleme noch ein bisschen momentan immer so die richtige Drehzahl zu finden, bei dem RX7 mit zu wissen. Andere Richtung. Weil die Sache ist, der vierte Gang ist für schnelle Drifts gut, aber für langsam hast du halt einfach viel zu wenig Bums. Problem ist, du kommst beim dritten, je nach Kurve, irgendwann in eine Begrenzer rein, wo du ja eindeutig nicht hin möchtest. Aber das ist, denke ich mal, eine Übungssache oder eine Tuning-Sache, weil das kann man ja rein theoretisch noch ein bisschen dem eigenen Geschmäckle ein bisschen anpassen. So, hier schön rum. Das Coole ist, man kann den Winkel, finde ich, sehr angenehm kontrollieren mit der Lenkung. Also, das ist nicht so, dass der Wagen einfach in die Kurve reinrutscht und dann lockt er die Spur. Und du hängst dann fest, sondern du kannst in der Kurve wirklich, vor allem mit Gas, Bremse und auch Handbremse und eben auch der Lenkung, doch noch recht viel kontrollieren, wie weit, sagen wir mal, du den Drift ziehen willst und welchen Winkel. Das ist ganz angenehm. Rum. Das Punktesystem selber bin ich jetzt noch nicht so der Riesenfreund von, weil ihr seht, es geht eigentlich hauptsächlich darum, diesen Multiplikator aufrechtzuerhalten. Und also du kriegst nicht sektorenmäßig Punkte, sondern du hast einen Multiplikator, der das ganze Rennen überläuft. Also wenn ich jetzt diesen Multiplikator die ganze Zeit gehalten bekomme, seht ihr, dann wird der Multiplikator immer höher. Und das heißt natürlich auch für jemanden, der einen Fehler macht während so einem Event. Also du bist jetzt, sagen wir mal, in Runde 3 und machst da einen Fehler. Da bist du halt am Arsch, weil wenn da jemand wirklich durchgezogen hat von Anfang an, kannst du auch, obwohl du, sagen wir mal, ab dem Punkt vielleicht die besseren Driftsatz, also die geileren Kurven, da bin ich ein bisschen neben die Strecke gekommen, ein bisschen die geileren Kurvenlagen fährst, kannst du nicht mehr aufholen, weil der Multiplikator natürlich dann einfach das ausgleicht. Also wenn du da halt mit deinem 5er Multiplikator da rumeierst, hoppala, und derjenige dann 10er Multiplikator hat, da kannst du noch so geile Punkte holen, das mal 5 oder mal 10 genommen, da wirst du halt niemals rankommen. Und ja, das ist definitiv nicht so gut. Ich hätte eher so sektormäßig, dass du bestimmte Sektoren driftest, hattest du nie was wie Carbon unter anderem so, und den Punkt, Sektor wird dann ein Punkt angerechnet und dann fährst du den nächsten Sektor driftest. Natürlich ist es so geil, weil du Kombo-Ketten sammeln kannst, aber ich mochte dieses System zum Beispiel bei The Crew 2 auch schon nicht. Weil es halt, wenn du auf maximal Punkte gehst, immer dafür heißt, wenn du einen Fehler gemacht hast, kannst du direkt restarten. Das ist nicht so nice, muss man sagen. Das ist vom Punktesystem nicht so geil, nicht so casual-freundlich. Casual klingt ja so falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Weil sich das Driften macht Spaß. Man muss ein bisschen reinkommen, wie gesagt, es ist ein bisschen behäbiger als bei Grid, damals bei Race Driver Grid. Aber fährt sich nichtsdestotrotz gut, weil die meisten Rennspiele kriegen es irgendwie nicht auf Kette, ein vernünftiges Drift-Handling reinzukriegen. Und wo ich ja mit dem normalen Rennhandling hier im Spiel schon zufrieden bin, ist es ja hier auch mit dem Drift-Handling, dass ich doch recht angetan bin. Ich bin so ein bisschen mit der Übersetzung von dem Eric 7 ein bisschen weniger angetan, weil der dritte und vierte Gang mir hart auf den Senkel gehen, wie die übersetzt sind. Der vierte ist hierfür gut, aber dann schmeißt er die Punkte irgendwann weg. Und der dritte ist halt für langsame Kurven gut, aber wenn die Kurve schneller wird,
Hinterher hängen wir halt recht schnell im Begrenzer. Und beim vierten Gang haben wir den Turboloch aus der Maximalhölle. Es ist schwierig bei dem Fahrzeug. Jetzt hängen wir nicht im Turboloch, jetzt komme ich nicht mehr aus dem Quark. Ja, eine interessante Übersetzung, der Kollege. Da müsste man auf jeden Fall nochmal, ich sag mal, im finalen Spiel mal Hand anlegen. Oh Gott. Und den RX-7 mal kurz gegen die Wand planken. Auch nicht verkehrt. Das kann man durchaus auch machen. Aber nichtsdestotrotz bin ich super happy, dass Drift wieder reingekommen ist. Weil ich sage, ich hab's mega geliebt bei Grid zu Restroll. Es gibt so viele Titel mit Grid mittlerweile im Namen. Man kommt ein bisschen durcheinander, ihr wisst, wie es ist. Hab ich einfach geliebt. Obwohl, bei Grid Autosport war es ja auch noch drin. Sorry, Grid Autosport vergesse ich immer so ein bisschen. Das ist immer so das ungeliebte Stiefkind, was man irgendwann einfach immer so aus dem Kopf verdrängt. Dabei ist das Spiel ganz gut, aber ist halt nicht so motivierend zu zocken. Also das Spiel ist okay. Halt, es ist halt jetzt nicht unbedingt das krasse Gesamtpaket. Das fühlt sich hier bei Grid Legends an. Seit Westworld Grid mal endlich wieder so an. Ich meine, verstehe mich nicht falsch, Grid 2019 war gut. Aber war halt kein würdiger Reboot. Und ich sag mal so, hätte man das hier als Reboot rausgebracht, ey, ich wäre happy. Also wirklich. So contentmäßig ist es gut. Macht Spaß. Ich muss gerade auch sagen, den Vibe der Drift-Events finde ich grafisch ein bisschen weit. Ja, ist aber alles gut. Finde ich grafisch sehr cool mit der Beleuchtung hier, dass wir das im Dunkeln machen. Das gibt den ganzen anderen, ganz anderen Charme. Und diese Kurve hier. Entweder muss ich da maximal reinprügeln, dass ich die wirklich in einem Zug durchkriege im vierten. Oder ich müsste mittendrin den dritten schalten, aber das ist ja eigentlich auch Quatsch. Ja, manche Kurven gehen auch mit Gewichtsverlagerung. Man kann auch mit Gewichtsverlagerung reinschmeißen. Dafür muss halt nur das nötige Tempo haben. Dann geht das hier wunderbar auch. Aber man muss reinkommen. Also auf jeden Fall nicht einfach so, hey, ich drifte mal kurz ein paar Ründchen. Ich brauche ein bisschen Übung. Aber das muss ich ja sagen, persönlich finde ich das jetzt nicht mal so verkehrt. Das soll jetzt kein negativer Punkt sein. Dass man für bestimmte Game-Modi ein bisschen sich reinfuchsen muss, soll beim besten Willen keine Kritik sein. Das ist eher Lob. Das würde ich eher als Lob sehen. Ja. Wäre man nur fast zu langsam im dritten. Der hat eine wilde Übersetzung. Ich muss sagen, ich komme sehr gut in der Kognitive auch mit dem Driften klar. Vor allem, wie klangcool ist es halt. Ich weiß nicht warum, aber ich würde Grid Legends am liebsten nur aus der Kognitive spielen. Weil die Klangkulisse hier im Cockpit halt leider so geil ist. Bei mir im RX-7 hörst du so viele Geräusche, sei es die Handbremse, sei es mit der Kuppel und so. Es ist so gut. Und irgendwie kriege ich die Drifts besser auf Kette, fällt mir gerade ein. Ah, ich sollte glaube ich, einfach Cockpit driften. Ich glaube, ich drifte die ganz Fahrer, wenn wir das in einem Cockpit fahren. Weil irgendwie kriege ich es besser hin, die Karre auf Leistung zu halten, wie so auch immer. Es macht Bock, ey. Ich bin happy. Das kann man Grid Legends halt diesmal wieder positiv anrechnen. Im Vergleich zum 2019er ist es halt wirklich deutlich mehr abwechslungsreich. Es gibt nicht nur einfach nur Rennen. Es gibt Drift, es gibt Elimination, dann gibt es noch diese, die Multigas-Rennen und. Also es gibt genug Abwechslung. Und das war eine Sache, was Grid 2019 für mich damals gekillt hat, weil es einfach nicht abwechslungsreich war. Also es war halt, du hattest zwar viele Klassen und viele Strecken, aber es war halt im Kern alles das Gleiche. Und hier hat man halt wirklich Abwechslung und wieder einen schönen Driftmodus, der echt Böcke macht. Also mir zumindest macht das Spaß. Ich bevorzuge, muss ich sagen, nur so ein bisschen den Race to a Grid Driftmodus, muss ich persönlich sagen. Da war das Ganze noch ein bisschen mehr, ich sag mal, casual mäßig. Da war das halt, das war wirklich sehr einfaches Driften. Musst ein bisschen mehr auf deine Drehzahl achten, musst ein bisschen mehr, sagen wir mal, dafür anstellen, dass der Wagen im Drift bleibt oder erstmal in den Drift kommt. Aber ich glaube, auf Dauer werde ich damit doch schon recht viel wahr. Also das wird auch wieder ein Modus sein, den ich sehr aktiv in der finalen Version spielen werde. Also wenn wir die Karriere spielen werden, im Display natürlich, dann würde ich auch hier und da mal vorkommen, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, dass wir den ein oder anderen Karriereschritt in Richtung Drift machen. Weil bin ich sehr gespannt auf die ganzen Fahrzeugpalette im Driftbereich, weil das sind ja immer meist sehr nice Karten dabei.
Also ich weiß, Nebo 10 ist schon mal drin. Oh gut, ein Eric 7 ist auch nicht verkehrt. Dessen Turboloch ist nur ein bisschen hinderlich bei manchen Kurven. Es ist echt angenehm. Es ist Wahnsinn, wie gut man im Cockpit mit dem Controller in dem Spiel driften kann. Oh hier! Die Kurve kriege ich von außen nicht auf Kette, aber im Innen bin ich fucking DK. Ich bin Donkey Kong. Ich bin der einzig wahre Donkey Kong. Es ist Wahnsinn. Ah, guck mal. Obwohl, ich komme so langsam rein. Man muss ja einfach nur ein Gefühl entwickeln, was das Spiel von einem möchte. Wie die Drifts hier zu fahren sind. Das ist ja alles ein bisschen mehr mit Highspeed. Das ist ein bisschen mehr prügeln die Kiste einfach Rinder. Ich meine, ihr seht es ja, guck hier. Will es reingeprügelt. Das ist es. Jetzt einfach auch hier voll reinschmeißen. Einfach senden. Einfach die Karre in die Kurve reinsenden hier. Dann geht das schon. Auch hier voll rein. Ich hätte zu wenig Vertrauen in den Wagen. Okay, jetzt habe ich wieder ein Turboloch. Ich hatte mich gerade darüber gefreut, aber da kam das tückische Turboloch. Aber es sind noch ein 15-Fahrer-Multiplikator. Ich meine, das ist in Ordnung. Und wie gesagt, wenn man das jetzt richtig anstellt, kannst du das am Anfang des Rennens durchziehen. Und wärst meilenweit punktetechnisch vor mir. Also, wie gesagt, das Punktesystem, da bin ich nicht ganz so konform für den Singleplayer. Ja, der juckt's nicht. Aber Multiplayer Competitive wird sich driften damit ein bisschen für mich killen, weil du halt, wenn du deinen Run irgendwo mittendrin versammelt hast und der Multiplikator verloren hast, wenn der jetzt einmal mal auf 90 hoch ist und du dann wieder bei 0 anfängst, gut, das ist aber ein sehr geile Zieleinfahrt, dann, ja, weißt du halt schon, das restliche Event kann ich eigentlich abhaken, wenn du einen dabei hast, der den Multiplikator halbwegs hochhalten kann. Und dann geht's ja leider mehr darum, hast du den höheren Multiplikator, als driftest du geiler. Da bin ich nicht so der Fan von. Ich finde eher dann wichtiger, wie gesagt, so Sektoren hätte ich's gemacht. Und wenn du da halt viele Punkte, da wäre da zwischendrin immer die meisten Punkte. Das hätte ich cooler gefunden. Klar, es ist natürlich auch ein gewisser Skill verbunden, diesen Multiplikator hochzuhalten. Aber wie gesagt, du kannst auch mit schlechten Drifts den Multiplikator hochziehen. Also dementsprechend, naja. Würde ich sagen, ich bin auf jeden Fall raus für dieses kleine Video. Ich hoffe, ihr hat Spaß gemacht. Wenn ihr anschaltet, auch gerne das nächste Mal wieder ein. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.